Also mein Name ist Matthias Herrmann, bin 46 Jahre alt und ich bewirtschafte den Hof zusammen mit meiner Frau. Und drei Kinder haben wir mit Opa und Oma, bewirtschaften wir 70 Hektar Ackerbau und halte hier auf vier Stellen verteilt nur unsere Puten und halte dort jetzt ca. 17.000 Stück. Und wir haben uns vielleicht vor 25 Jahren hat man sich für die Putemast entschieden, hat da angefangen mit einem Stall und so hat sich das nach und nach entwickelt. Und jetzt sind wir eigentlich spezialisiert auf Pudehaltung. Wenn wir den Stall belegen, wenn wir neue Tiere kriegen, Küken kriegen oder umstallen, wir achten immer auf Hygiene. Das fängt an, dass man den Stall wird ausgemistet, mit dem Hochdruckreiniger sauber gemacht, anschließend desinfiziert vor jeder Neubelegung. Und so versuchen wir da die Hygiene hochzuhalten. Und dann bei der Einstallung streuen wir wieder, oder zur Einstallung wird der Stall wieder eingestreut, dass die Tiere sich wohlfühlen, aufgeheizt. Und da ist auch hier das Klima sehr wichtig. Temperatur, Zugluft und so weiter ist da sehr stark zu beachten. Und das macht man eigentlich, man ist ja fast den ganzen Tag immer im Stall, macht die Kontrollgänge und das ist eigentlich meine Aufgabe, das zu erkennen, tagtäglich die Veränderungen, wie fühlen sich die Tiere, sind sie vital, munter. Ich schaue die Tiere an. Entweder es hat irgendwas am Fuß, fällt auf beim Laufen, dass es nicht richtig läuft. Oder es ist eben angepickt, dass es eine Wunde hat am Flügel, am Kopf. Und das nehme ich dann raus aus der Herde und da haben wir ein Selektionsabteil, wo man die dann reinsetzt, dass sie einfach ihre Ruhe haben und man kann die dann gezielt beobachten. Und wenn sie wieder fit sind, nimmt man sie wieder raus und dann dürfen sie in die Herde.